Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Erfahren Sie, wie Sie alle erforderlichen Informationen über Ihren Mac erhalten, seine technischen Daten, den Systemstatus und wie Sie Prozess überwachen und das Ereignisprotokoll anzeigen können. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fällen bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Wie jeder andere Computer muss auch ein Mac von Zeit zu Zeit auf seinen Zustand überprüft werden. Wir stellen Ihnen einige Methoden vor, mit denen Sie alle Informationen erhalten, die Sie benötigen, um Ihr Gerät optimal zu betreiben. Im folgenden Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die technischen Daten Ihres Macs herausfinden, seine Leistung überwachen und die Systemprobleme schnell erkennen möchten. Sehen wir uns zunächst an, wie Sie die grundlegenden technischen Daten Ihres Macs ermitteln können. Klicken Sie dazu auf das Apple-Symbol in der oberen linken Ecke Ihres Bildschirms. Wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste den Menüpunkt über diesen Mac. In dem sich öffnenden Fenster sehen Sie allgemeine Informationen über das Gerät, zum Beispiel Modell, Prozessor, Grafikkarte, Speicher, Seriennummer und Betriebssystemversion. Für weitere Informationen, einschließlich Informationen über die grafische Karte, klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Details. Hier können Sie die folgenden Informationen einsehen: Prozessor, Grafikkarte, Arbeitsspeicher und Speicherplatz. Und für vollständige Informationen über Netzwerk, Hardware und Software öffnen Sie den Systembericht. Der Bericht enthält detaillierte Informationen über jeden Aspekt der Hardware Ihres Macs. Die Systemübersicht erhält Details zu den Prozessorspezifikationen, Anzahl der Kerne, Frequenz, Cache, Menge des installierten Arbeitsspeichers, Version der System, Firmware und so weiter. Und weiter unten in der Liste finden Sie detaillierte Spezifikationen für jede Hardware des Geräts. Bluetooth-Modul, Netzwerkkarte, NVMe-Laufwerk, Grafikprozessor und Monitor, Informationen über die Soundgeräte und das Audiosystem des Macs, RAM, Speicher, angeschlossene USB-Geräte. Im Jagdbereich finden Sie Daten zu Fällen und Ausfällen, die auf Ihrem Gerät aufgetreten sein könnten und so weiter. Um die IP- und MAC-Adresse Ihres Geräts herauszufinden, finden Sie unten im Abschnitt Allgemeine Netzwerkinformationen detaillierte Informationen. Außerdem können Sie weitere Details von den einzelnen Punkten ansehen. Im Abschnitt Software finden Sie Informationen über Programme, Erweiterungen, das Dateisystem, Patch-Protokoll, das Installationsprotokoll und andere aus dieser Liste. Der Systembericht liefert umfangreiche Informationen, die zur Analyse und Lösung verschiedener Probleme sowie zur Aufrüstung und Verbesserung der Hardware des Geräts verwendet werden können. Wir haben also gesehen, wo alle notwendigen Informationen über die Geräteeigenschaften zu finden sind. Nun wollen wir sehen, wo wir zusätzliche Informationen über das System finden können. Eines der wichtigen Elemente ist der Aktivierungsmonitor. Die Systemüberwachung oder Aktivierungsanzeige ist ein in macOS integriertes Tool, das detaillierte Informationen über Systemaktivitäten, Prozesse, Ressourcennutzung und mehr liefert. Sie finden es, indem Sie Launchpad, Programme andere Systemüberwachung öffnen.
Hier sind einige der wichtigen Merkmale und Funktionen von Activity Monitor. Registerkarte KPU zeigt die KPU-Auslastung des Systems und jedes einzelnen Prozesses an. Sie können die prozentuale KPU-Auslastung, die Anzahl der aktivierten Kerne und Informationen über die Prozesse, die die meisten Ressourcen verbrauchen, sehen. Registerkarte Speichern zeigt die RAM-Auslastung des Systems und der einzelnen Prozesse an. Registerkarte Festplatten zeigt die Aktivität des Festplattensystems, einschließlich Lesen und Schreiben von Daten, und auch Informationen über jeden aktiven Prozess, der den Datenträger benutzt. Registerkarte Netzwerk zeigt die Netzwerkaktivität an, einschließlich des Sendens und Empfangens von Daten. Sie können die Menge der gesendeten und empfangenen Daten sowie Informationen über jeden aktiven Prozess, der das Netzwerk nutzt, sehen. Registerkarte Energie zeigt den Energieverbrauch des Systems und jedes Prozesses an. Activity Monitor bietet auch die Möglichkeit, Prozesse anzuzeigen und zu beenden sowie Systemberichte für weitere Analysen zu speichern. Dieses Tool ist ein leistungsfähiges Tool für Überwachung und Fehlersuche in Ihrem MAC-System. Sie können einige Systemmerkmale und den Status auch über das Terminal anzeigen. Sie können zum Beispiel auch den Befehl TOP verwenden, um Informationen über die Systemlastung zu erhalten. TOP ist ein Befehldienstprogramm in Unix-ähnlichen Betriebssystemen, das dynamische Aktualisierungen zur Systemlastung und Prozessaktivität liefert. Es bietet umfangreiche Informationen über die aktuelle System- und Prozessleistung. Um es auszuführen, öffnen Sie das Terminal, das Sie unter Programme Terminal finden. Führen Sie den Befehl aus, TOP. Als Ergebnis wird eine Tabelle ähnlich der Systemüberwachung angezeigt. Sie zeigt die Anlastung des Prozessors für eine bestimmte Aufgabe an. Und zum Beenden geben Sie Quer ein. Ein weiterer nützlicher Befehl ist Eurostat. Eurostat ist ein Befehl zur Anzeige von Systemeingabe, Ausgabe, Statistiken, RA, einschließlich der Platinaktivität. Dieser Befehl ist besonders nützlich für die Überwachung der Festplattenleistung. Um ihn auszuführen, geben Sie folgenden Befehl im Terminal ein. Führen Sie den Befehl ohne Argumente aus, um Standardstatistiken anzugeben. Sowohl der Befehl TOP als auch der Befehl Eurostat liefern wertvolle Informationen zur Überwachung der Systemleistung und zur Entmittlung möglicher Engpässe. Es gibt auch Dienstprogramme von Drittanbietern, mit denen Sie den Systemstatus überwachen können. Sie können dies beispielsweise mit dem Dienstprogramm in Startmenüs tun. Um eine detaillierte Ressourcenüberwachung zu erhalten, installieren Sie in Startmenüs aus dem App Store. Startmenüs ist ein kostenpflichtiges macOS-Systemüberwachungsprogramm, das detaillierte Informationen über den Zustand Ihres Macs liefert, einschließlich KPU, Speicher, Festplatte, Netzwerk und Temperaturnutzung. Hier sind einige der wichtigsten Funktionen und Möglichkeiten von Startmenüs. In Startmenüs fügt zusätzliche Elemente zur Menüleiste Ihres Macs hinzu, in der Sie aktuelle Systeminformationen sehen und schnell auf die verschiedenen Funktionen der App zugreifen können. Die Startmenüs zeigt Ihnen die prozentuale KPU-Auslastung sowie Informationen über jeden aktiven Prozess an. Sie können sehen, welche Prozesse die meisten Ressourcen verbrauchen und möglicherweise eine hohe KPU-Auslastung verursachen. Die Anwendung zeigt die RAM-Nutzung des Systems und jedes Prozesses an. Sie können die Gesamtmenge des verfügbaren Speichers, die Speichernutzung durch Anwendungen und das System sehen. Ein Startmenü zeigt die Aktivität des Datenträgersystems an, einschließlich des Lesens und Schreibens von Daten. Sie können die Menge der übertragenen und empfangenen Daten sowie Informationen über jeden aktiven Prozess, der den Datenträger verwendet, sehen. Die Anwendung zeigt die Netzwerkaktivität an, einschließlich des Sendens und Empfangens von Daten. Sie können die Menge der gesendeten und empfangenen Daten sowie Informationen über jeden aktiven Prozess, der das Netzwerk nutzt, sehen.
Mit Einstellmenüs können Sie die Temperatur der GPU, der CPU und andere Komponenten Ihres macOS überwachen. Sie können auch Informationen über die Lüftergeschwindigkeit und andere Sensoren abrufen. Die App bietet Ihnen die Möglichkeit, Benachrichtigungen einzurichten, wenn bestimmte Werte überschritten werden, zum Beispiel eine hohe CPU-Auslastung oder eine hohe Temperatur. Außerdem können Sie Informationen in Diagrammen anzeigen lassen, um Veränderungen im Laufe der Zeit besser sichtbar zu machen. Das Einstellmenü bietet viele Einstellungen und Optionen, mit denen Sie die angezeigten Informationen und das Aussehen anpassen können. Es ist ein leistungsstarkes Tool zur Überwachung Ihres Mac-Systems und kann sowohl für allgemeine Benutzer als auch für Techniker nützlich sein. Eine weitere Möglichkeit zur Überwachung des Systemzustands ist die Anzeige der Systemprotokolle. Mac-System-Protokolle erhalten Informationen über verschiedene Ereignisse, Fehler, Warnungen und andere Informationen zum Betrieb Ihres Systems. Sie können nützlich sein, um Probleme zu diagnostizieren, Aktivität zu verfolgen und zu verstehen, was auf Ihrem Mac passiert. Unter macOS können Sie das Dienstprogramm Konsole verwenden, um Systemprotokolle anzuzeigen. Dabei handelt es sich um ein grafisches Programm, das Zugriff auf verschiedene Systemprotokolle bietet. Um das Dienstprogramm zu starten, öffnen Sie Sportlight suchen und gehen Konsole ein, um das Programm zu starten. Die folgenden Protokolle werden hier bereitgestellt. Systemprotokoll enthält Informationen über Systemereignisse, wie das Starten und Herunterfahren des Systems, Software-Updates, Kernelfälle und andere Systemmeldungen. Installationsprotokoll enthält Informationen über den Prozess der Installation von Software auf Ihrem Mac, anschließend erfolgreiche und fallgeschlagene Installationen, Fehler und andere installationsbezogene Informationen. Mac-System-Protokolle können nützlich sein, um Probleme zu analysieren, Fehler zu finden, aktivieren, zu verfolgen und die Leistung Ihres Systems zu verstehen. Sie können besonders für Entwickler und Techniker nützlich sein, aber auch für normale Benutzer, um Lösungen für Probleme zu finden. Sie können auch den Befehl logshow im Terminal verwenden, um Protokolle anzuzeigen. Mit diesem Befehl wird das Protokoll der Ereignisse seit dem aktuellen Datum angezeigt. Bietet eine ziemlich detaillierte und bequeme Möglichkeit, Systemprotokolle unter macOS einzusehen. Hier können Sie alle Fehlermeldungen des Systems sehen. Die Standardwerkzeuge von macOS liefern grundlegende Informationen, helfen Ihnen, mehr über die Eigenschaften Ihres Geräts zu erfahren und überwachen verschiedene Systemparameter von GPU und Arbeitsspeicher bis hin zu Speicher und Netzwerk. Programme von Drittanbietern wie einstellmenü können Ihre Überwachungsmöglichkeiten erweitern, indem Sie zusätzliche Dashboards auf dem Bildschirm einblenden. Damit können Sie die Temperaturen von Komponenten und die Ressourcennutzung überwachen und sich bei Problemen benachrichtigen lassen. Wenn Sie Ihr System regelmäßig überwachen, können Sie potenzielle Probleme frühzeitig erkennen und Maßnahmen ergreifen, damit Ihr Mac mit optimaler Leistung läuft. Bleiben Sie über den Zustand Ihres Systems informiert, damit Sie unangenehme Überraschungen vermeiden und Ihr System lange und zuverlässig funktionieren kann. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.